Genau. Weißt du? Wir essen dann heute schön auf dem Rheinsteig. Immer Verpflegung mit, hat er gesagt. Ja, Wasser brauchen wir. Ja, wer schleppt das ganze Wasser jetzt? Ich. Ohne Frängi. Ne? Ohne Frängi. Ja. Ja. Gerecht aufgeteilt. Übrigens habe ich auch noch dabei das Gas für den Kocher. Ja? Wollte ich nur mal gesagt haben. So, weiter. Das kennen wir ja schon. Da sind wir nachher auch wieder am Ende. Wir schreiben 19. Mai. 19. Kurz vor 10. Wir warten auf den Zug. Nach? Nach Kaup. Ne? Wir gehen jetzt. Hat das Datum richtig genannt? Ja. Der Ort richtig genannt. Richtig. Wir gehen nämlich jetzt von Kaup nach St. Goarshausen und auf dem Rückweg noch gerade so der Klettersteig so da oben. Ne? Frängi. Und? Ja, wie immer, so selber jetzt hier geblendet hier, Plauzenwetter. Ein sehr schöner Tag am Pfingsten wahrscheinlich. Genau, wahrscheinlich. So, da sind wir gleich. Ne? Lange auf den Zug gewartet, 10 nach 11, jetzt ist eigentlich der eigentliche Beginn der Tour. Ne? Schon eine kleine Hügel und sonst gelaufen? Ja, ja, ja. Da. Die ging halt oben weiter links, glaube ich, gell? Ja, links rum. Die Treppe, die gehen wir auch gleich da. Ja. Da, die Treppe. Aber das ist eines der schönsten Fotos gewesen. Ja, mit dem Torbogen. Ja, ja. War leider ein bisschen undeutlich, aber. Ja. Der Rheinsteig. Verdammte Scheiße. Weil ich jetzt Frühstück mache. Ne, jetzt ist ja die Kamera an. 5 nach 12. 3 Kilometer. 3 Kilometer. Vernünftiger Anzugsort. Na. Was? Ja, gut. Da hat jemand wieder eine Weste angezogen. Wahrscheinlich ist es kalt. Wir tragen T-Shirts. Wie ich das auch gehört. Das wollte ich an dieser Stelle mal erwähnt haben. Gelaufene Kilometer 3. Circa. Ja. Aber schön. Aber schön. Aber schön. Haben wir gerade eine schöne Abkühlungsphase hier. Ja. Weil wir auch gerade erst warm geworden sind. Genau. War das jetzt schon wieder? Nee, ich wollte nur wissen, ob ich erwähnt habe, dass hier nichts drin ist. Du hast was drin. Ja, 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 das stimmt, ja. Ja, wie gesagt, also fair wäre, wenn ich da jetzt deine Ration Wasser da reinkippen würde. Habe ich dir ja angeboten. Ja. Machst du dir nicht. Ja. Aber ich wollte auch gar nichts essen. Ja, ja, stimmt, genau. Und du kannst es ja auch so lutschen eigentlich. Ja, mach ich auch. Ich habe ja einen Löffel. Ja. Aus Müsli. Ja. Du hast nur einen Löffel dabei, richtig? Ich habe Messer, Gabel und Löffel. Ach so. Ja. Und Dosenöffner. Oh ja, ja. Ich nehme ich auch. Ja. Das habe ich auch noch hinten drin, auch alles. Ja, mit dem Wasser. Wird recht die Küche hier. Oh ja, doch, hört sich doch schon gut an. Ne? Ja, guck mal, wie leicht das alles ist. Ja. Ein Kochherd. Ja. Geschirr. Genau. Besteck. Vorbildlich ist diesmal aber auch der Frängi hier mit Trinkrucksack, mit Trinkblase gefüllt. Ja, genau. Und hat endlich mal die Schlaufe um den Bauch. Ja, aber erst seit 5 Minuten. Ach so. Aha. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass die Kamera raus. Ja. So, jetzt machen wir mal wieder aus. Ich bin wieder am Berg. Ja, okay. Schnaufe müssen wir ja nicht hören. Nee, das stimmt. Und das Gemecker von dem Paar gesagt. Ja. Ja, aber dein Wasser trägt schon fast von selbst jetzt, oder? Mit dem fachmännischen Karabiner. Ja, ach stimmt, das muss ich auch mal dazu sagen. Eine Dreiviertelstunde gebraucht hast, um die richtige Position von dem Karabiner. Oh, jetzt haben wir Störung. Vögel. Vögel, ja.
das nicht zu wünschen hat. Ja. Hübelstübchen. Trinken Sie jetzt frisch gezapftes Bier? Naja, schon wieder. Folgen Sie dem Rheinsteig bis zur nächsten Rundbank. Dann sind es nur noch 80. Die zwei sind schon sehr lange da verschwunden. Scheiße, da kommt keiner. Und? Da sind so kleine Wegelchen drin, ne? Da, wo ich pisse war, da ist auch so ein Eingang. Ja. Da sind so richtig so gemütliche Wege, so ich kleine. Schon wild. Wild, ja. Mhm. Und da ist ja auch nichts dann. Gar nichts, keine schöne Aussicht, nichts. Ja. Ja, kann er das Wildwege sehen. Ja, der Fringi hat gemeint, der wäre auch eine Futterstelle gewesen. Ah, ja. Vielleicht vom Jäger oder Landrat. So, der Fringi ist jetzt auch seiner Pflicht nachgekommen. Sehr gut. Ja. Ja. Aber schön Fleckchen hier. Ne? Hier könnten wir auch schön zum Beispiel jetzt hier so. Noch zu spät. Ne? Ja, 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 ja. Wir müssen noch ein paar Kilometer mal stoppen. Ja. Ja, weißt du, 4 Stunden unterwegs? Ja. In 1 Stunde gelaufen? Ja. 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 Ne? Jetzt, ich stehe schon 10 Minuten hier und warten, bis wir mit dem Pingel fertig. Das stimmt, ja. Also 5 Kilometer sind wir etwa, nee, was habe ich gesagt? Doch, 5 Kilometer. Also 6, weil ja, ein fehlt. Genau, ein fehlt ja, 6 Kilometer. Ja, und da warten wir jetzt hier. Die Kamera läuft jetzt schon 1 Minute und 30 Sekunden. Da bewegt sich was, da könnte der jetzt kommen. So, Alpin. Alpin. Alpin, um kurz vor 2. 6 Kilometer sind wir gelaufen. Jetzt geht's los. 7. Jetzt haben wir die Zigaretten nur verarscht. Genau. Zu beruhigen. Ja. Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern, Déjà-vu, dass ich das gleiche schon mal so einhändig gemacht habe. Ist ja wie immer. Hauptsache, ihr seid alle drauf. Ich kann gucken, wie ich klarkomme hier. Wenn du noch einiges am Schatzi zu erzählen gehabt, ne? Ja. Hier kommt der Dschungel. Ja, genau. Ja, als Belohnung wieder die Aussicht. Ja, normalerweise hat man ja am hohen Berg immer schöne frische Luft. Ja. Aber, ne? Genau.
kurz vor 2:30. Wir warten jetzt, ob der Frenkie heute noch was zu essen kriegt. Ja? Gleich kommt der große Moment, der macht Butsch und dann haben wir einen Brenner. Muss halt noch ein bisschen warm werden. Muss man auch erwähnen, selbst gebaut. Ne? Aus einer Cola-Dose oder Bierdose wahrscheinlich. Aus zwei großen Bierdosen. Die hat er wahrscheinlich vorher getrunken, deswegen klappt das nämlich nicht. Ja, ne, gleich macht den Butsch, dann ist er ja Brenner. Ja, dann haben wir hier unser Essen dabei. Genau, Speisekarte. Heute gibt es Bolognese. Ein Kartoffeltopf mit Rindfleisch und schwer auszusprechen. Kikiona. Ja. Aber das ist noch in der Klebe, ne? Weil dazu muss jetzt mal das hier funktionieren. Genau. Weil wir haben ja hier. Wozu schlepp ich eigentlich das frische Butangas mit, wenn ihr doch noch da genug drin ist? Hätte ich gerne mal auch eine Stellungnahme. Man weiß ja gar nicht, ob es überhaupt noch reicht. Wehe, das reicht. So, ja, kommen wir mal zurück. Live. Jetzt wieder zurück. Test der nächste. Die kleinen Jets sind nämlich an. Oh, sind die Jets an? Jets sind an. Jets sind wieder raus. Nein. Ah, doch, ich sehe es noch. Ja, stimmt, ich sehe es. Ja. Ja, so Festhalle drin, ist ja gut. Ja. Ich setze ihn jetzt mal an. Da mal drauf, genau. Nee, meine brennt hier. Mann noch. Sicher? Bin mir da nicht sicher. Ich sehe aber, ich sehe schon Hitze. Ne? Müsste jetzt dunkler sein. Ich glaube schon. Ja, ist doch. Oder? Ja. Klappt, läuft. Ja. Schön. Wenn nicht reicht, können wir noch Feuerzeug drunter. Ja, wie gesagt. Es gibt bestimmt irgendwelche Leute, die den Brenner oder sowas hier ausleihen können, keine Ahnung. Musst du mal fragen, wenn genug Leute hier rumherlaufen. Ich glaube nicht, dass da irgendeiner was abgibt. Ja, nee, ich glaube nicht. Gucken wir mal den hier runter. Das ist gerade wie Umsatz geht. Nee. So, 20 vor 4. Kurz Päuschen beendet. Gegessen. Kilometer, was machst du? Ja, 7 Kilometer. Ach, ja. Oi. Zwischenstand 8 plus 1 etwa oder 1, noch was? Ja, ja. Also haben wir ja, knapp 10 Kilometer. Ja. Ja. Läuft. Läuft, genau. Aber ein schönes Plätzchen hab ich ganz hier so. Ja. War schön. Hat uns keiner genervt, hier schön einsam. Genau. Jetzt geht's hoch. Ja.
Eklig auch. Wie hoch, das sehen wir hier. Ne? Glückliche Gesichter. Da reinsteig. Verdammte Scheiße. Warte. Ja. Na gut, war mal keine Aufmunterung. Hat nicht gewirkt. Dann geht's weiter jetzt. Ne? Ich sah, wie eine Schnecke auf dem Rasiermesser entlang glitt, schlitternd, schleimend, glitt sie auf der Schneide eines Rasiermessers entlang. Das war mein Traum, mein Albtraum. Das ist Rheinsteig-Romantik pur. Ne? Ja, guck mal hier. Das ist ein wunderschönes Stück. Wie nennt sich das da? Schienbein drunter zum Oberfuß hin. Weil die ganze Zeit jetzt reingedrückt wurde. Ja. Merke ich richtig, wie das da jetzt bereit ist. Ist ein bisschen schlimm, aber merke halt, dass es da jetzt brennt. Aber schön ist es. Ja. Und noch eine Wildklappe. Ja. Da müssen wir das ganze Kaff durch, ey, Scheiße. Da hinten ist er. Ja. Ja, genau. Du hast doch keine große Gefangen getan, oder? Geh einfach mal vor. Nee, das ist Onkel. Ja, ja, deswegen. Das ist böse Onkel. Ja. Da, das Licht am Ende des Tunnels. Das sieht aus wie so eine Engelserscheinung jetzt.
Der Herr Lorelei. Der Verkehr ist so stark. Wir kommen nicht schon mal. Wir kommen nicht auf die andere. Oh ja, nee. Ja, dann müssen wir wieder ganz zurück. So müssen wir ganz zurück? Müssen wir ganz zurück? Ja, dann müssen wir doch oben hin. Ja, 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 eben. Wir müssen ganz zurück. Wir kommen nicht rüber. Nee. Also ich gehe hier nicht drüber. Das ist mir. Nee. Das nee, mache ich nicht. Einfach Augen zu. Genau, Augen zu. Viertel nach fünf. Genau, genau. Viertel nach fünf. Oh, ist ein Wander. Wie kommt ihr denn da hin? Ja. Oben rum. Kann ich nichts mehr zu sagen. Ziel Einmarschvideo. Na, wir haben jetzt so, also die Bahnhofsuhr geht ja sowieso immer falsch. Ja. Ja. Wir waren für 20 Kilometer, waren wir satte 8 bis 11. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausdiskutieren. Ziemlich lange unterwegs. 9 Stunden. Fast. 9 Stunden. Aber es war schön. Aber war schön, eben war das schön. Nicht abgehetzt. Genau, Klettersteigen machen wir das nächste Mal. So, aber grundsätzlich haben wir alles geschafft, was man machen wollte. Muss man mal an dieser Stelle mal erwähnen. Und Wetter natürlich traumhaft. Ja. Gut, manche Leute waren kalt, haben Weste getragen und alles. Oh, wird gedrückt jetzt hier? Nee. Ja, aber sonst sind wir im T-Shirt unterwegs gewesen. Die ganze Zeit. Ne? Gut, die Anzugsordnung, habe ich eben schon kurz erwähnt, hat ein bisschen nachgelassen. Ja? Das sind ja die, wie man das hier, was dort halb machst oder du was? Du läufst doch nur so rum. Ja. Kann ich dann aussetzen. Ne? Aber dein ist ganz unten hier. Ja, das sind ja die, die haben ja so eingebaute Dinger da. Ja. Gut, so. Ist nicht schlimm, das hat jetzt eh nur ganz Sandgoershausen mitbekommen. Brauchen wir es jetzt nicht mehr blicken zu lassen hier in dem Kampf. Na, aber egal, jetzt zurück zu dem Eis gegessen haben wir. Mhm. Sehr gutes Eis. Ja. Ja, lecker. Hast du gehabt? Und frisches Kleid. Und? Weiß ich nicht. Ja, das wusste der Eismann auch nicht mehr, weil er den gegeben hat. Ja. Ja. Aber es war schön. 20 Kilometer. Achso, ich habe mir noch eine App laufen. Können wir auch feierlich. Machst du gleich nochmal einen Film oder ein Bild von dem Puch ja. Von hinten? Dass man deine Winterjacke sieht, weil er jetzt so auf meine Weste anspricht, weißt du? Ist eingefroren. Kamera hat jetzt ein bisschen, müssen wir was wegschneiden jetzt hier. Also 20,85 Kilometer, aber nur 6 Stunden, ne? Ja. So waren wir gar nicht so langsam, wie wir gedacht haben. Aber wir haben wieder 3,3 gekriegt. 3,3 km/h, ja. Ja, da wisst ihr, was wir gemacht haben. Eben. Hab ich den schon. So. Eben, was meint ihr damit? Winterjacke? Ja, deine Winterjacke. Ja, das ist keine Winterjacke. Das ist, falls es zu Erfrierungen kommt für einen Kamerad. Ja, ja. Also Sitzunterlage ist das. Ich würde jetzt offen machen, aber ich habe jetzt auch nur eine Hand. Ich kann jetzt das nicht zeigen. Das, nee. Ich kann nicht alles machen, aber ich kann nur filmen. Oder rauche. Ja? Naja, ah, der Akku, guck, Bisszeuge. Oh ja. Akku ist am Blinken. Ja, blinken kann der ruhig. Ja, ah, jetzt, ah, scheiße, jetzt ist er leer.